Servus und grüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Heute etwas für einen, sagen wir mal, kleinen Exoten auf den Schienen. Die Baureihe 627 der DB. Dieser kleine Dieseltriebwagen wurde in der Version 627.0 nur 8-mal gebaut. Es gab dann weitere 5 zusätzliche Triebwagen dieser Baureihe, die dann allerdings die Nummer 627.1 trugen. In dem Mod enthalten sind 4 Triebwagen. Ich habe jetzt hier nur 3 aufgebaut. Der vierte ist dann ein Modell in verkehrsroter Variation. Die können wir uns dann einmal kurz im Depot anschauen. Den Link kriegt ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung eingetragen. Erstellt worden ist der Mod von Trunky aus der Modwerkstatt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die 3 Modelle hier an. Und zwar ist das einmal hier die Version oder die Nummer 627.007-8, ist die Variante mit Scharfenbergkupplung, wie wir hier sehen. Auf der anderen Seite, das Zielzug ist hier Aussach eingetragen. Hier sehen wir den vorderen Führerstand mit unserem Triebfahrzeugführer und seinem Arbeitsplatz. Auch im Fahrzeug wieder schön ausmodelliert. Neben dem Hochfahrplan, den wir sehen, hier am Einstieg die Griffstangen für die Passagiere, geht dann hier vorbei an den ersten Sitzbänken, an der Toilette, hier zu den anderen Sitzreihen in diesem kleinen Triebfahrzeug, das als einteilige Variante der 628er Baureihe eben entwickelt und gebaut worden ist, aber eben nicht in Serienfertigung ging, wie eben die 628, sondern eben nur in dieser kleinen Stückzahl gebaut worden ist. Und dann gibt es hier noch diese beiden Modelle. Das ist die 627.004-5 und die Nummer 627.007-8, wenn ich es richtig sehe. Die beiden haben jetzt den Unterschied zum Grundmodell, dass die mit normalen Pufferbohlen sind und eben nicht mit Scharfenbergkupplung, damit die Fahrzeuge auch an andere Transportmittel angehängt werden konnten, beziehungsweise dann eben mit den neueren Triebwagen der Baureihe 628 teilweise kombiniert worden sind oder eben auch die 627 untereinander kombiniert worden sind, um diese in Doppeltraktion zu fahren. Der einzige Unterschied zwischen dem Modell hier, wie wir jetzt hier sehen, ist eigentlich nur, dass der hintere Wagen der Deutschen Bundesbahn angehört und der vordere Wagen hier im Vordergrund der Deutschen Bahn eben mit dem DBAG-Logo versehen ist. Sonst sind die beiden Modelle identisch. Wie gesagt, hier sehen wir halt die normale Schraubkupplungen, die Pufferbohlen und den Stecker für die elektrische Verbindung zwischen den einzelnen Triebwagen dann. Das, glaube ich, gibt jetzt hier keine großen Unterschiede am Modell. Auch die Spitzenlichter sind nicht anders ausgeführt. Wie gesagt, der einzige Unterschied hier müsste dann nur sein, dass eben hier eine Scharfenbergkupplung an den Triebwagen ist und diese beiden Modelle eben, wie wir hier sehen, mit normalen Pufferbohlen ausgerüstet ist und mit normalen Schraubhakenkupplungen ausgerüstet ist. Mal kurz nach vorne schauen. Wie gesagt, als vierte Variante in dem Mod ist dann noch eine Verkehrsroute-Variation dabei. Ich habe mir aber gedacht, ich stelle jetzt hier mal nicht auf die Schienen, weil die nicht auf diese schöne Dampfkarte von unserem Hans Dampf passt, die er mir auch für die Mod-Vorstellung zur Verfügung gestellt hat. Viele Grüße und herzlichen Dank dafür nach München, zu einem unserer schönsten oder besten Schönbauer, den es gibt. Immer wieder hervorragend, was er so aus den ganzen Mods für tolle Anlagen zusammenzaubert.
So, dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt hier mal die Modelle noch mal kurz im Depot an. Wir sehen also hier dann unter den Triebwagen Diesel die vier angesprochenen Modelle. Eben hier einmal die 627.0 mit der Scharfenbergkupplung. Kapazität ist 16 Passagiere, Höchstgeschwindigkeit 120 km/h, Gewicht von 34 Tonnen, eine Leistung von 287 kW, eine Zugkraft von 100 kN, eine Lebensdauer von 30 Jahren und eine zweifache Ladegeschwindigkeit. Nur die technischen Daten bleiben bei den Modellen eh alle gleich. Dann haben wir eben hier die Version der Deutschen Bundesbahn mit den Pufferbohlen, wie schon angesprochen. Aber ich glaube nicht, dass es hier technische Änderungen gibt bei den Daten, nein. Und hier eben der 627.0 mit dem DBAG-Logo der Deutschen Bahn. Hier ist eben auch nochmal die ganze Modellbeschreibung zu lesen, dass eben für das Team oder von dem Exemplar nur 8 Stück gebaut worden sind, dass die eben untereinander gekuppelt worden sind oder auch mit Modellen der Baureihe 628 verbunden worden sind, sowie sogar an Personen- oder sogar an Güterzügen gemischt angehängt worden. Und hier, wie gesagt, die jetzt einmal nicht auf den Schienen gestellte Version in Verkehrsrot, ist also das gleiche Modell wie unsere anderen Modelle hier, nur eben mit der bekannten verkehrsroten Lackierung. Weiß ich nicht, in was im Jahreszeitraum das die dann gekommen ist, aber das wird wahrscheinlich jetzt eher in der Neuzeit sein. Wie gesagt, das passt hier nicht so auf die Karte. Deswegen habe ich jetzt hier mal nur die drei Modelle aufgestellt. Enthaltene Mods sind natürlich alle vier. Ich habe jetzt noch wieder ein paar Fahrsequenzen aufgenommen, damit wir die Triebwagen auch in Bewegung sehen. Ich wünsche euch noch viel Spaß dabei. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald hier auf meinem Kanal zu einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin wünsche ich alles Gute, euer Maverick.